Pfarrer Bulos hat eine Mission. Er will gehörlosen Menschen aus der Isolation helfen. In Ägypten haben sie es besonders schwer. Die Geburt eines behinderten Kindes gilt vielen Menschen als Strafe Gottes. Das will Pfarrer Bulos nicht hinnehmen. Der Priester hat in der ärmsten Region Ägyptens ein Programm für 150 gehörlose Kinder und Jugendliche und ihre Familien gestartet. Jeden Freitagnachmittag treffen sie sich in einer Schule in Minya und lernen die Gehörlosensprache. Zum Programm gehört auch eine religiöse Grunderziehung mit christlichen Werten. Der Bildungsstand auf dem Land ist sehr niedrig. Fast die Hälfte der Menschen kann nicht lesen oder schreiben. Vorurteile gegenüber behinderten Menschen sind weit verbreitet. Pfarrer Bulos hält den Kontakt zu den Familien seiner Schützlinge. Heute besucht er den 6-jährigen Fuad zu Hause. Seine Eltern, beide Bauern, sind stolz auf ihren Sohn. Denn der Junge ist sehr gut in der Schule. Er besucht ein Internat für Gehörlose in Kairo. Pfarrer Bulos konnte es ihm vermitteln. Zurück in der Schule. In den Schulferien nimmt Fuad an den Treffen der Gehörlosen in Minya teil. Der Unterricht in der Gemeinschaft stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen. Heute übernimmt Fuad eine der kleinen Unterrichtseinheiten. Pfarrer Bulos unterstützt ihn dabei. Auch einige Erwachsene lernen eine einfache Form der Gehörlosensprache. Jetzt können sie leichter mit ihren Kindern kommunizieren. Familien und Kinder kommen zusammen, um das Treffen gemeinsam ausklingen zu lassen. Pfarrer Bulos hat immer ein Herz für die Kleinsten. Der gemeinsame Glaube hilft der Gruppe, Schwierigkeiten zu überwinden. Die Gemeinschaft stärkt die Familien, die sonst mit ihren Problemen allein wären. Die Jungen und Mädchen haben durch Pfarrer Bulos ein Stück Selbstständigkeit gewonnen. Fuad und die anderen Kinder sind gehörlos, aber dank Pfarrer Bulos jetzt nicht mehr stumm.